Minus. Ah, ich könnte ja mal einliefern lassen. Ich vergesse, ich Wen habe mich vergessen. einliefern lassen? Ja, wieder das Gefängnis öffnen für Gefangene. Wo? Oh. Wer angebracht? Dann machen wir mal pro Tag und zwar 25 Grad erstmal. Damit es nicht gleich zack voll. Wieder 7.500, die ich dann morgen krieg. Rein theoretisch könnte ich ja wirklich einfach nur warten, bis dieses Gefängnis leer ist. Weil 90, wenn ich von 359 wieder 90 für die Bewährung habe, die drauf warten auf die Bewährung, das wären einfach dann schon wieder nur noch 200, 260 Leute, Ja, warten, 269. bis es leer ist, dann aufmachen, auf alles füllen oder zumachen, warten, bis alles leer ist. Das Problem ist, ich glaube, da rutscht der Cashflow dann ganz schön ins Minus runter. Ich glaube da, weil wir kriegen ja Häftlingszuschüsse 53.000 gerade. Für die Häftlinge, die wir haben täglich. Und haben nur einen Cashflow von plus 4.000. Na gut, wir sprechen die Exporte gerade. Die sprechen 5.400. Ich kann mir noch hochschrauben. Ja, wenn keiner mehr da ist zum Arbeiten. Laden ein, also von unserem Laden, da haben wir $55 gemacht von dem Laden. Auch irgendwie gedacht, der rechnet sich ein bisschen besser. Laden abreißen, Werkstatt reinmachen, Punkt. Das Problem ist, wir haben zwei Werkstätten und ich habe, so wie ich es jetzt mitbeobachtet habe oder so ein bisschen mitgekriegt habe, können da sind die immer noch nicht ganz voll, weil die ja die Sicherheitsdinger da bestehen müssen, damit sie da überhaupt arbeiten dürfen. Schau mal kurz dann, wenn es soweit ist, die Arbeitszeit. Die wird ja demnächst soweit sein. 25 Häftlinge kommen. Mal schön. Vielleicht bekommst du ja mal ein paar qualifizierte Häftlinge. Ja. Wieder 5.000 ins Minus gerutscht. Tag 48 sind wir erst. Wow. Dafür sind wir für ganz schön gewachsen. Tag 48 schon so viel? Für einiges. Ja, überlege ich mal, was für Startkapital da war. Ja, das stimmt auch. 1,3 Millionen. 1,3 Millionen. Genau, wie viel haben wir denn jetzt eigentlich? 1,5 noch was. 1,6. 1,6 gerade. Ist aber auch wenig. Dafür, dass wir schon wieder so lange dran spielen? Dass wir schon wieder so lange dran spielen, das ist echt wenig. Alter, das Besserungsprogramm kostet einfach 1750. Das was bringt? Achso, jetzt kann ich mal kurz gucken. Und zwar Logistik. Nee, oben arbeitet gerade einer und unten arbeiten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also 7 sind noch frei. Also. Jetzt nicht kapiert. Ja, habe ich schon gemerkt. Ich habe es gerade mal geschaut, aber ich muss das Handy zur Seite legen, sonst gucke ich irgendwie immer drauf. So aus Neugier. Hey, wir haben. Und wie kann ich den jetzt in die Todes... Es ist auf jeden Fall Hinrichtung Du Unschuldiger schreckst ist genehmigt. Wie kann ich den jetzt in die Todeszelle schicken? Oder in den Todestrakt schicken? Dazu brauchst du jemanden, was zum Tode verurteilt ist. Ich kann selbst keinen zu Tode verurteilen. Dann ist es Tode. eher. Warum kann ich dann Hinrichtung Unschuldiger machen? Das, die Hinrichtung Unschuldiger ist auf dem Hof. Dies was? Die wird auf dem Hof. Auf dem Hof. Vollzogen. Ja, und wie Da kann schießt ich. halt einfach ein paar Unschuldige über den Haufen. Wie kann ich das starten? Ist vielleicht rechts unten oder links unten bei dir irgendwo was, wo du was machen kannst? Guck grad mal.
Nicht wirklich. Die Hinrichtung Unschuldiger ist auf dem Hof. Arrest, einschließen. Schusswaffen, Razzia, nein. Ist nichts, wo ich das gerade machen kann. Beim Gefangenen selbst. Erfahrung. Verhaltenstherapie 4 fehlgeschlagen. Gruppentherapie für Alkoholiker 4-mal fehlgeschlagen. Kann ich nichts machen und bestrafen hier kann ich auch nicht. Zellenblock durchsuchen, Häftling. Schutzhaft, höchste Sicherheitsstufe. Oh, was Ding steht, was drin ist, aussieht. Ich überleg gerade. Er dreht gerade am Hof durch. Ich mach einen bewaffneten Andrück. Haben wir überhaupt einen bewaffneten gerade irgendwo da? Ja, bewaffnete Wache. Knall ihn ab. Nee. Komisch. Komisch. Irgendwie keine Ahnung, wie ich das machen soll. Stromkabel. Hinrichtung Unschuldiger? Ich würde die zumindest doch mal die. Ja, eigentlich sind sie gar nicht unschuldig. Sagen wir es mal so. Bei da drüben, wo du mir geschickt hast. Hab ich jetzt halt nichts. Nee, steht nix. Steht nichts drin. Wüsste ich jetzt auch nichts. Das Handy vibriert die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Wirklich, ich hab's ausgeschalten. Ja, die Guild Wars Gruppe. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt einmal wirklich richtig viele in der Gilde drin. Aber die geben wir nicht die Nummer. Oder? Nee, sonst geht's so wie beim kleinen Bruder. Ja. Innerhalb bis 2000 Nachrichten. Das ist ja jetzt schon schlimm. Wie funktioniert die Hinrichtung? Wie funktioniert Steam? Die der Unschuldigen. Ich habe auch hier keinen neuen Reiter drin. ...79 kriege ich am Tag. Das wäre ein bisschen viel. Ich glaube, ich gehe mal einfach auf 50. Gehe auf 30 hoch. Dann haben wir es in 2 Tagen. Das ist jetzt 2,5. Und dann mache ich wieder voll belegen. Ich kann das hier auch... Nee, da kann ich auch nicht. Nee, da ist es auch nicht drin. Keine Ahnung. Ja, es gibt zwar eine Beschreibung, aber die dauert 42 Minuten lang. Team. Weil wenn ich... Ich habe ja hier... Ihr Rechtsanwalt versucht, das benötigte Strafmaß für die Hinrichtung zu verringern. Im Prinzip verringert dies die Anzahl der an Berufungen, die ein Häftling einlegen kann, bevor seine Hinrichtung ansetzen können, ohne haftbar gemacht werden. Ich glaube einfach nur, du brauchst dann trotzdem einen, der eine Hinrichtung will. Oder kriegt. Mehr ist es nicht.
dass er halt einfach nur noch, keine Ahnung, gar keine Berufung mehr machen kann. Dann kann der halt keine Berufung mehr machen. So kommt mir das jetzt stark rüber, dass es so ist. Ja. Also, wie ich jetzt verstanden habe, kommt maximal einmal die Woche so einer. So, abreißen. Wir haben fast die 500 geknackt. Ein paar Sachen fehlen noch. Fast die 500, 459. 60 Grad, ja. Ich sage ja fast. 20 Meter habe ich die laufen lassen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Yep. So. 20 Meter. Zack. Dass du dir das so Zeug echt merkst und ich spiel's und ich weiß es selbst nicht mehr. So. So, okay. Bis dahin lasse ich sie mal laufen und da lasse ich dann auch nochmal einen laufen. Rüber. Der läuft ein paar Meter mehr, ist ja auch nicht tragisch. Ich werde dann erstmal noch ein paar Wachen einstellen, schätze ich mal. Glaube ich mal, denke ich mal. Ein paar Wachen. Gehen wir mal auf 275 hoch. Mal wieder ein paar Wachen mehr. Warum habt ihr hier kein Stromkabel gebaut? Stromkabel wird neu gezogen? Ja. Da haben sie auch aufgehört, die Rohre zu bauen. Da fehlen auch ein paar Rohre. Haben sie aufgehört zu bauen? Die Schweine! Bauen die einfach nicht weiter. Wieder 44.000. Ich kann gleich weiter mit Zellen bauen. Schnelles Bauen. Einfache Zelle. Eins frei. Zwei frei. Zwei frei, drei frei. Kann ich gleich weiter bauen. Nochmal so einen Zellenblock her. Eins frei, zwei frei, drei frei, vier frei. Ich glaube, ich werde noch ein paar Arbeiter einstellen. Oh, nach dem Zellenblock sind wir eh wieder Leute. Ja, jetzt haben wir noch 17.000. Das ist schön. Ja, drück mal auf Play. Ich habe Play drin gelassen. Ach so. Ja. Und der Stream laggt echt nicht? Nee, bei mir laggt der Stream nicht. Weil er gerade auf 700 Kilobit gerade noch runtergegangen ist. Ich verstehe es nicht. Jetzt kommt kurz ein Lag. Ich verstehe es nicht. Jetzt ist alles normal. Ich habe jetzt insgesamt 7140.000 Frames. Deswegen verstehe ich es nicht. Jetzt leckst du noch mal ganz kurz und jetzt wieder weg. Immer so, nur so eine Sekunde gewesen gerade. Ich glaube langsam, dass es gar nicht an mir liegt. Habe ich echt langsam den Verdacht, dass ich vollkommen unschuldig bin eigentlich und ich mich aber drüber aufreg. Weil ja, ich noch was dafür kann. Wahrscheinlich an Twitch. Kann sein. Weil ich hab's ja mal am Sonntag auf YouTube mal ausprobiert und hab mal bestimmt 4 oder 5 Stunden einfach testweise gestreamt. Da war der Stream aber auf Offline und da hatte ich einen verworfenen Frame. In 4 Stunden. Warte mal, da haben wir doch auch noch Guild Wars gezockt. Da haben wir auch noch Guild Wars nebenbei gezockt. Was ich mal kurz anmerken will, ist für die auf YouTube, da wird die Folge ewig spät kommen. Die Serverteile sind bestellt. Die Serverteile sind unterwegs. Hoffe ich mal. Auf jeden Fall Bestätigung habe ich schon gekriegt, Bestellbestätigung. Aber nur nicht, dass es versandt worden ist. Auf jeden Fall. Ist bestellt. Waren jetzt 430 Euro. Ich werde mich erstmal an einem Wochenende oder sowas hinsetzen und die alten Server und alles neu aufspielen auf den neuen Server. Ich werde es auf Twitter noch ankündigen. Ich werde
den Teamspeak werde ich online halten, indem ich ihn wieder auf meinem Hauptrechner starte. Dann muss es da, der ist dann nur für ein paar Sekunden offline. In der Zeit, wo ich den Server herrichte. Es müsste ruckzuck gehen. Dürfte eigentlich überhaupt kein Akt werden. Also dann können wir auch da weiter zocken. Oder vielleicht mache ich es einfach mal am Wochenende. Was ich vielleicht, nicht am Wochenende, sondern jetzt in meinem Urlaub. Was da eher vielleicht sogar echt ein bisschen besser angebracht wäre, der Urlaub. Weil, dann mache ich das Vormittag. Mache ich das früh gleich irgendwann. Dann kann ich da wegen eher loslegen. Das wäre ja alles kein Thema eigentlich. Vor allem der Teamspeak, der ist ja ruckzuck einfach nur zack, installieren, fertig. Und halt ein paar Sachen noch einstellen und sowas. Aber ich werde die Einstellungen eh alle rüber kopieren. Die werde ich alles sicherheitshalber kopieren. Also wird eh alles rüber kopiert werden an sich. Ich werde mir vielleicht noch eine größere Festplatte holen. Da bin ich mir aber noch nicht sicher. Jetzt momentan hat die, ich glaube, 1 Terabyte hat die momentan. Oder sogar nur 500 GB. Ich weiß es gerade nicht. Müsste ich jetzt nachschauen. Und ja. Und ja. Genau. Ja, wollte ich sagen. Ja, das werde ich dann alles so nach und nach dann mal checken. Wie wir das machen. Oder wann ich das mache. Das wird auf jeden Fall mal angekündigt werden. So einen Tag davor und dann auch mal kurz davor, wenn ich das mache. Wenn die Server down sind. Ansonsten notfalls, ich glaube, wir können nochmal 3-4 Stunden auch ohne Teamspeak aushalten. Und ohne Minecraft-Server. Wo ist es denn? Logistik hier. Genau da. Jetzt habe ich schon 4 Küchen, 4 Dinger habe ich schon dran. Hängen an der Küche. Da baue ich noch einen fünften Zellenblock. Dann hier oben vielleicht noch Bewährungsanhörungen? Es wird nicht weniger, es sind immer noch 85 bereit. Ein Todesfall. Wow. Es sind immer noch 85, okay, jetzt 77. Bereit für Bewährungsanhörungen. Muss nicht alles zig mal rumziehen. Zur Not können wir auf mein TS gehen. Ja, nee, ist ja kein Problem. Das vom Teamspeak ist den Track der Teamspeak, der momentan auf dem Server läuft, existiert 1:1 nochmal hier. Gut, ein paar Räume werden anders da sein. Und ein paar Kleinigkeiten werden anders sein, aber nichts Tragisches. Und das Rüberziehen, das ist gleich erledigt. Das ist auch alles kein Akt. Daher wäre das eigentlich auch kein Thema für mich. Voll belegen. 100? Wieso 100? Zu Tode verurteilt hier. Kann ich sogar machen. Kriegt 2.500. Juhu! Könnte ich sogar einliefern lassen, ja. Ja, mal boah, zu Tode verurteilt. Das würde ich machen. So Stück hol. Würde ich machen, wenn das neue Stückchen fertig ist. Das extra Gebäude. Was ich vorhabe. Du hast ja Schutzwitzellen für Tode verurteilt, oder? Ja, nee, das kommt weg. Ich habe ein extra Gebäude ja vor für die Hochsicherheits. Typis und da würde ich dann auch die Todeszellen mit reinpacken. Oh, Todeszellen, kleine Zellen, die brauchen nicht viel Platz. Die haben eh keinen Grund mehr, aus dem Fenster zu gucken. Wobei es, unter anderem. Wobei es wäre richtig mies, wenn du dir nochmal so richtig eine Luxuszelle hinstellst. So, das hast du bald alles nicht mehr. Oh, das wäre schon echt mies. Da werden sie sich noch freuen. Mhm. So, schnelles Bauen. Wir machen hier weiter. 1, 2, 3. Obwohl, das wäre ein Gag wert. So, ich werde nochmal hier einen Schwung Betten bauen. Das wird übrigens der letzte Stream erstmal werden für heute mit Prison Architect. 3, 4. Ich werde das Gefängnis auf jeden Fall weiterhin speichern. Und wenn wir mal wieder weiterspielen dran, werde ich es auch mal, werden wir es auch weiterspielen. Wenn ich mal wieder sack. Ja, ich habe mal wieder. Momentan muss ich auch ehrlich sagen. Auch wenn es jetzt wieder blöd klingt. Momentan. Weiß ich nicht. Ist es irgendwie so. Boah, wie soll ich das am dümmsten sagen? Monoton geworden im Stream.
Einmal, weil ich habe ich ja vorhin schon gehabt, von 215 Follower, was Drake vorhin hatte, sind 2-3 da und es ist immer Drake. Drake ist immer dabei. sind halt so ein bisschen die Stammis da. Deswegen weiß ich auch nicht. Ich glaube, ich werde auch keine Server verlosen, weil es würde momentan, wenn ich die Server so verlos, wie ich sie verlos würde, wegen der, für die Aktivität ein bisschen, würde ein Softeisen-Server kriegen, Dragon-Server kriegen. Oder ich kann ja mal im Nightbot reinschauen, der tut es ja sehr, sehr schön machen. Top-Chatter. Sie Top-Chatter. Okay, würde Drag ein Server bekommen, Softeisen-Server bekommen und Ninko. Und Gott-Imperator und ich selbst. So mal Drag 123 Nachrichten, Softeisen 39, Ninko 22, Gott-Imperator 15, ich 13, Natascha 8. Passi 6, Ralf 5, Spyro 2 und dann geht's runter in die Ein-Nachrichten momentan. Also es ist irgendwie 2 Todesfälle! Juhu, 2 Tote, die sind abgeschossen worden. Ich hab den Schussbefehl nicht drin. Es ist Käse! Es ist momentan echt nichts los im Stream. Wirklich nichts los. Ich weiß nicht, spiele ich da mittlerweile die falschen Spiele für? Ja, ich werde auf jeden Fall jetzt Project Cars rausholen. Verrate ich jetzt mal, weil eh keiner da ist. Und Greg kriegt's mit. Wenn ihr es auf YouTube seht, ist es eh schon zu weit. Project Cars werde ich rausholen. Habe ich mir ja geholt. Mit sämtlichen DLCs und allem drum und dran. Möchte ich ja zusammen hier im Stream spielen. Das wird eins der neuen Projekte sein. City Skylines kommt wieder zurück. Und Banished möchte ich wieder spielen. Und es war noch was. Kingdom Newlands, genau. Da möchte ich mein Königreich weitermachen. Da sind wir ja irgendwo stehen geblieben. Kingdom Newlands war gleich auf die dritte oder vierte Insel stehen geblieben. Ja. Oder sind wir gestorben? Nee, sind wir nicht. Doch, wir sind gestorben, weil wir kein Gold mehr gehabt haben. Weil du den Händler abgerissen hast. Nee. Ich glaube, das war die erste Runde. Kann ja mal kurz nachgucken. Da muss ich nur mal kurz aus dem Spiel klicken, dann ist der Sound halt weg. Finde ich tragisch. Wo hast du jetzt den Ordner aufgemacht? Du bist lustig, da hast du ihn aufgemacht. Und zwar OBS. Und zwar Kingdom Newlands. Nee. Habe ich noch da. Momentan, wenn ich mal kurz die Folge aufmache, sind wir... Wir sind nicht tot. Wir sind nicht tot. Wir sind nicht... Oder sind wir tot? Wir sind auf eine neue Insel gereist. Wir sind zum Schluss... Und dann war Cut. Auf eine neue Insel, ja. Hier, ja. Oder? Ja, also wir sind auf jeden Fall nicht tot. Wir sind das eine Mal gestorben durch einen Leichtsinnsfehler. Achso, ich lasse mal den Ordner offen. Und zwar ist ja eh ein bisschen ein Redestream, vor allem hier. City Skylines werde ich demnächst River City hochladen. Das ist die nächste Stadt. Dead by Daylight wird da momentan sowieso hochgeladen. Und dich kann ich löschen. Da habe ich auch noch ein paar Folgen da. Fallout auf dem Livestream-Kanal. Guild Wars wird auch auf dem Livestream-Kanal kommen. Kingdom Newlands wird auf dem Hauptkanal erscheinen. Kingdoms of Amalur wird ebenso auf dem Hauptkanal erscheinen. Landwirtschaftssimulator 2017 kommt eh auf dem Hauptkanal. Prison Architect ebenso. Die sonstigen Folgen sind ja momentan unterwegs auf dem Hauptkanal, die ich vergessen habe hochzuladen. Scheiße. Die habe ich vergessen hochzuladen. Das ist immer das, wenn man so schnell nebenbei husch Vollgas macht. Weil man keine Zeit hat. Och Mann. Ich vergessen hochzuladen. Aber die nächste Folge kommt am Freitag. Ja okay, das schaffe ich noch bis Freitag. Und Dead by Daylight muss ich auch noch bis Freitag fertig machen. Also es ist noch ein bisschen. Hehe. Ein Cashflow in der Stunde von $2. Geil. Wir haben die 500 Häftlinge geknackt, sehe ich gerade. Ey, geil! Ja, und das ist momentan ein bisschen was noch zum Hochladen. Aber ich werde da vor allem im Urlaub, werde ich mich mal ransetzen und vor allem Minecraft aufnehmen. Damit habe ich
mich da schon mal wieder ein bisschen mehr Luft habe, vor allem. Weil wenn ich sage, ich nehme jetzt halt stundenweise Minecraft auf, dann habe ich einmal stundenweise Minecraft aufgenommen. Und was eigentlich gar nicht so schlimm ist, stundenweise Minecraft aufzunehmen, auch wenn es krass klingt, es ist nicht tragisch, stundenweise Minecraft aufzunehmen, sondern es eher, was ein bisschen ist es dann zu schneiden. Zu rendern. Das ist nervige. Und ich will mal schauen, dass ich mein Schnitt- und Renderprogrammchen auch drüben am Server, ihr seht meine zweite Hand gar nicht mehr, durch den Zoom, am Server mit hinkriege, dass ich vielleicht auf dem Server noch ein bisschen rendern kann. Aber da habe ich Angst, dass die Server dann lecken. Also muss ich mal schauen, wie er läuft dann. Ich habe eigentlich gute Sachen bestellt. Leistungstechnisch viel bestellt. Alles kein Problem. Dürfte eigentlich alles machbar sein. Problemlos machbar sein. Dürfte keinen Ärger machen. So, und zwar, es wäre eigentlich Zeit für Pause, oder? Ja. Wäre Zeit für Pause. Und zwar werden wir dann hier an der Stelle keine Pause machen, sondern einen Cut. Und zwar, wir werden hier das Gefängnis erstmal wieder jetzt liegen lassen. Wir werden weitermachen irgendwann. Wieder, wenn ich mal wieder ein bisschen mehr Lust auf Prison Architect habe. Auch wenn es blöd klingt. Wir haben 80.000 schon wieder. Das finde ich geil. Also haben wir schon mal einen guten Start. Wir sehen uns dann, wenn es weitergeht, hier mit Prison Architect.